Hey Leutchens und damit herzlich willkommen zurück. Mein Name ist Chris. Wir spielen ein bisschen, sag ich sehr oft, wir spielen Assassin's Creed und gehen mal nach, wir gehen nach hier und dann nach da und dann nach da. Ja, das ist mal so die grobe Richtung. Die Höhle lassen wir mal Höhle sein und ja, die nervt total. Wir springen mal nach unten in der Hoffnung, dass wir dann aufs Pferdchen springen können. Oder wir gucken doch mal, was da hinten ist. Da wir gerade einmal hier sind. Das Gebiet wird die sollten eigentlich verteidigt. Alle tot sein. Okay, doch. Oh. Ich bräuchte noch so ein kleines... Achso, da oben ist das Rädchen. Ja, dann passt. Hallo Leute. Sehr schön. Den ersten haben wir erfolgreich abgeschlossen. Okay, er guckt mich an. Komm her, du. Da ist die letzte Kiste.
Sehr schön. Ach toll. Vorher abgebrochen. Haben wir auch die 100%, das ist gut. Und können wir gehen. So viele Fähigkeitspunkte, ich weiß gar nicht, wo wir die einsetzen können. Zauber mal das Pferd aus der Tasche und los können wir. Oh, ich sehe gar nichts. So ist besser. So, wir fliegen einmal adlermäßig drüber. Not ist eine. Ah nein, Zweier. Ist natürlich. Aua! Oh, keine Pfeile mehr. Passiert mir in der Zeit echt sehr oft. Na gut, wir stellen ein paar neue her. Einen haben wir erledigt, jetzt aktivieren wir kurz den anderen und dann machen wir die fertig. Halt, wo? Oh. Alle tot? Na, einer lebt noch. Oh, ganz da hinten.
Schön. Fähigkeitspunkt bekommen. Wir gucken gleich mal hier oben zum Fragezeichen. Bin gespannt, was sich da hinten versteckt. Bestimmt wieder irgend so eine nervige Höhle. Der Weg da hoch ist schon sehr anstrengend. Okay, ist nicht anstrengend, aber nervig. Schick. Wir gehen noch mal raus. Wir haben jetzt 12 Fähigkeitspunkte. Wow, ich weiß gar nicht, wohin damit. Können wir nicht bitte irgendwas finden, was uns hilft? Nee, hier ist echt nichts. Okay. Dann gehen wir halt gern weiter. Ohne ein Kratzer. Ja, irgendeine Mission mit so einem Jungen. Da hält uns der Baum auf. Traut sich was. Hier waren wir auch schon mal drin. Ist schon ein bisschen her. Aber wir kamen da nicht weiter, war Schleier. Warum sollte Brasi das Schild an einem Ort für entehrte Krieger sein? Er war der ehrenwerteste Krieger, den ich kannte. Das ergibt keinen Sinn. Schluss. Ich muss einen Weg hineinfinden. Diese Symbole könnten vielleicht der Schlüssel sein. Es gibt zu viele Möglichkeiten. Vielleicht finde ich tiefer im Grab die Antwort. Ahmed. Oh Gott. Noch sehr viele Möglichkeiten. Wir gehen mal weiter. Warum? Kann ich nicht interagieren, jetzt nochmal aufheben. Kann ich wegfacken? Nö. Oh! Warst du vorher auch schon da? Aus welchem Grund bist du hier?
So, doppelt hält besser. Kannst du keinen erzählen, dass der so viele Schüsse braucht für so ein kleines Tierchen? Was sich mal so gar nicht bewegt hat. Geht das kaputt denn hier? Nicht die Bohne. Ah, wir haben hier eine Kiste gefunden. Aber hier waren wir auch schon mal. Ist das ein Symbol für den Verstand? Erinnerungen vielleicht? Natürlich. Dies ist die Unterwelt. Man trinkt das Wasser, man vergisst und die Lebenszeit ist verloren. Sehr schlau. Yay, ich bin ein bisschen stolz auf mich. Wenn ich nicht kämpfen will, darf ich mich nicht sehen lassen. Bei allen. Nix da. Ist da jemand? Nein. Schild. Aber welcher davon gehört Brasidas?
Wow, wo bist du denn? Stell dich wieder hin. Boah, Hilfe, weg, 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 weg. Ist der hinter uns? Ja, wie soll es auch anders sein? Das war der Falsche. Okay. Rase das Schild. Es fehlt ja immer noch eine Kiste. Okay, komm, wir geben die erstmal ab und freuen uns, dass wir das geschafft haben und Kiste fehlt halt immer noch. Schade, aber egal. Ah, da können wir das Fett auch nicht gebrauchen, dann nehmen wir hier wieder das Boot. So ein Riesenklumpen. Auch dieser ist nicht zu verachten. Zurück. Brauchen wir jetzt noch nicht, aber. Ui. Ich nehme es gerne mal mit. Hallo. Euer Schild, Feldherr. Ich werde niemals den Tag vergessen, an dem ich ihn erhielt. Ich war ein Junge und der Schild war so groß wie ich. Mein Ausbilder sagte, halte ihn hoch, so wie du Sparta hochhältst. Verliere ihn und Sparta fällt.
Erzähl, wie ist das Elysion? Nicht so, wie man es sich vorstellt. Es ist... Spürst du auch diese Kälte? Das Elysion ist langweilig. Seit ich da war, nicht mehr. Ah ja. Du hast ein Talent dafür, jeden Ort, den du besuchst, aufleben zu lassen. Du träumst also noch immer vom Paradies. Nun, niemand wünscht dir mehr als ich, dass du bekommst, was du verdienst. Es freut mich, dass ihr zwei euch gefunden habt. Ab und zu können wir alle etwas Hilfe gebrauchen. Tja, du hast dein Schild. Bist du bereit, dich deinem Feind zu stellen? Das bin ich. Oh. Okay. Wir machen Pause. Und rennen ihn dann nochmal einen Schluss für heute. Und wir rennen ihn dann das nächste Mal nach. Und sind gespannt, wo der uns hinführt. Und noch gespannter, was es da zu finden gibt. Ich bedanke mich für euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, das Ganze hat euch gefallen. Wenn ja, dann dürft ihr es gerne zeigen, indem ihr es kommentiert, abonniert, ein paar Däumchen hinterlasst und das nächste wieder einschaltet. Würde mich sehr, sehr freuen. In diesem Sinne, vielen lieben Dank und bis zum nächsten Mal, Chris. Bye.